Hallo Strategie- und Taktikfreunde, willkommen zu einer weiteren Episode aus der Reihe Blast from the Past. Heute geht es um ein sehr schickes Spiel, das einige von euch bestimmt kennen. Die Veteranen erkennen jetzt schon mal direkt SSI und merken auf, weil das war vorher eine gute Schmiede für Strategiespiele und Rollenspiele. Und hier geht es um ein Spiel von 1998, also schon ewig her. Bei dem Spiel handelt es sich um Chaos Gate. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt an den Titel, der letztes Jahr rausgekommen ist. Und ja, der Titel vom letzten Jahr ist ein Remake des 1998 erschienenen Chaos Gates. Also das hier ist das Original. Und in meinen Augen ist es auch rein storytechnisch und rein atmosphärentechnisch deutlich besser als das Remake. Klar, das Remake ist optisch schöner, das Remake hat mehr Action, gar keine Frage. Beim Remake hat man auch die tollen Dämonenjäger, alles schön und gut. Aber nichtsdestotrotz, in meinen Augen ist das alte Game besser. Das Spiel basiert auf dem gleichen Spielprinzip wie Jagged Alliance oder die XCOM UFO-Reihe und ich rede hier von den alten Teilen, also die 1994, 1995 rausgekommen sind und seitdem erfreut sich dieses Spielprinzip im Endeffekt einer großen Anhängerschaft und es werden halt auch immer mehr, wie man ja auch daran sieht, dass jetzt in Kürze die Veröffentlichung von Jagged Alliance 3 bevorsteht. Nichtsdestotrotz, wir kommen mal wieder zurück auf Chaos Gate. In dem Spiel sind wir Anführer einer Kompanie Ultramarines, also das heißt der Rest der Kompanie, denn die Kompanie kommt gerade von einem harten Feldzug zurück und hat sehr viel Verluste erlitten und der Kompaniechef hat sie neu geordnet in Halbtrupps, also 5 Mann starke Trupps. Die Kompanie hat noch die Unterstützung eines Terminator-Trupps, das sind Veteranen der ersten Kompanie in besonders schweren Rüstungen. Außerdem haben wir auch noch Fahrzeuge, so wie einen Predator-Panzer oder einen Rhino-Truppentransporter. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, dass man in späteren Missionen auch noch Spezialcharaktere bekommt, wie einen Apothekarius oder einen Tech-Marine. Jedenfalls haben wir diese Einheit Ultramarines. Wir sind gerade auf der Heimreise und werden um Hilfe gebeten. Chaos Marines, also Verräter Marines, wurden gesichtet, greifen an und wir werden um Hilfe gerufen. Natürlich eilen wir zu Hilfe, wir müssen uns aber unterwegs halt auch neu ausstatten und wir müssen Artefakte sichern vor dem Feind. Dazu haben wir halt verschiedene Truppen zur Auswahl. Wir haben mehrere taktische Trupps, das sind so im Vergleich gesehen normale Infanteristen, wenn man das jetzt mal so auf Space Marines runterbricht. 5 Mann, ein Sergeant davon und einer mit einer schweren Waffe. Und dann haben wir ein oder zwei Assault-Trupps, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine einer, das ist ein Sturmtrupp und der Sturmtrupp besteht im Endeffekt auch aus 5 Mann, ein Sergeant, 4 Marines und die haben Jetpacks. Und mit diesen Jetpacks können sie relativ weite Distanzen springend zurücklegen und können quasi direkt den Gegner in Nahkämpfe verwickeln. Und zu dem Zweck sind sie mit Kettenschwertern, das könnt ihr euch vorstellen wie eine Kettensäge, oder halt mit Äxten ausgestattet, sowie mit Schusswaffen, Pistolen oder Handflammenwerfer. Und damit verbreiten sie Vernichtung. Außerdem haben wir noch einen schweren Unterstützungstrupp, einen Devastor-Trupp. Das ist ein Trupp, der 2 schwere Waffen mit sich führt, oder sogar 3, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Die Regeln haben sich da inzwischen ja auch geändert und das basiert noch auf dem alten Regelwerk. Und wir haben einen Terminator-Trupp. Und je nach Mission werden halt verschiedene Trupps freigeschaltet. Ihr könnt aber in den ersten Missionen auf jeden Fall die ganzen taktischen Trupps nutzen. Und es macht Sinn, die auch durchzutauschen, damit die alle Erfahrung sammeln. Denn wenn ihr nachher Verluste habt bei den einzelnen Trupps, also vor allem bei den Terminatoren oder bei den Nahkampftrupps oder den Fernkampfunterstützungstrupps, dann ist es gut, wenn ihr Ersatzleute habt, die dann nicht bei Null anfangen. Das wäre soweit das Erste. Genau, und unten sehen wir auch die Spezialcharaktere, also da ist einiges dabei. Von Mission zu Mission wird es natürlich knackiger. Und unsere Aufgabe ist es im Endeffekt, uns da durchzukämpfen. Das sind taktische Kämpfe, wie gesagt, à la XCOM oder à la Jagged Alliance.
nur halt im Warhammer 40k-Universum. Wir haben hier die Möglichkeit, den Trupp auszustatten. Da kann man sich aussuchen, was man als schwere Waffe mitnehmen will. Hier, das ist ein schwerer Bolter, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein schweres Maschinengewehr. Hat halt eine große Reichweite und eine hohe Feuerkraft. Und unsere Gegner sind Chaos-Kultisten. Das sind Menschen, die das Chaos anbeten. Und ja, das ist so das Fußvolk. Die halten nicht viel aus. Dann sind da Verräter-Marines, also Chaos-Marines. Und wir treffen auch auf Dämonen. Und bei den Chaos-Marines gibt es natürlich auch mal wieder Abstufungen. Panzer haben wir, glaube ich, auch noch als Gegner irgendwann später. Also da ist eine bunte Palette. Und wir müssen uns da halt durchkämpfen. Das Spiel ist teilweise relativ knackig und durchaus herausfordernd. Macht von der Story her Laune und hat einen unglaublich genialen Soundtrack. Also der Soundtrack ist selbst heute noch total stimmungsvoll. Das sind so lateinische Chöre mit, also richtig geil gemacht. Ja, was kann man zum Spiel sagen? Ihr kriegt es für weniger Euronen auf GOG, also auf Good Old Games. Einfach installieren und zocken. Man muss noch nicht mal die Auflösung runtersetzen, meine ich. Das Einzige, worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, ihr dürft es nicht im vorgeschlagenen Ordner installieren. Ihr müsst im Endeffekt auf einem eurer Laufwerke direkt auf der untersten Ebene, direkt auf dem Laufwerk quasi einen Ordner anlegen, zum Beispiel Games, und sagt GOG dann darin installieren. Und wenn ihr das macht, ist alles fein und ihr könnt es zocken. Wenn ihr euch das Geld bei GOG sparen wollt, könnt ihr sowas auch bei Abandoned Games runterladen. Allerdings müsst ihr dann mit einer DOS-Box rumfummeln. Und ganz ehrlich, meine Zeit ist mir dafür echt zu schade. Also ich nehme es dann lieber von GOG, wo ich weiß, es läuft und ich habe keinen Stress damit. Außerdem hat die GOG-Version den Vorteil, dass sie auf dem allerletzten Patchstand ist, den es gab. Bei den Abandoned Games Sachen ist das nicht immer der Fall. Da könnt ihr dann selber noch zusehen, wie ihr an Patches für ein Spiel rankommt, was von 1998 ist. Und ihr könnt euch vorstellen, nicht ganz so einfach. Ja, also das wäre so das Wichtigste zu dem Thema. Installation ist wie gesagt super easy. Und das Game, ihr seht es ja hier neben mir laufen, da werden gerade fröhlich Chaos-Kultisten geschossen und das, was so komisch aussieht, ist die Ansicht auf einer bestimmten Ebene, weil ihr könnt die Ebenen hochschalten. Wenn ihr ganz bis nach oben schaltet, seht ihr auch die Dächer von Gebäuden, dann sind die Gebäude aber auch zu und ihr seht die Bäume bis in die Baumkronen. Wenn ihr aber mehr Übersicht haben wollt, schaltet ihr das runter, so wie ich das hier gemacht habe und seht dann halt nur die Baumstämme oder nur einen Teil der Äste. So ist es aber übersichtlicher und ihr könnt dann halt, wie gesagt, mehr sehen. Ihr seht da auch die Ausrüstung. Die Marines haben ihre Bolter. Das sind im Endeffekt Gewehre, die kleine Raketenprojektile verschießen. Und jeder Marine hat noch einen Gladius. Das ist im Endeffekt so eine Mischung aus einem schweren Dolch und einem Kurzschwert für den Nahkampf. Das ist nicht so gut wie die Nahkampfwaffen des reinen Nahkampftrupps, denn die Kettenschwerter und Energiewaffen machen deutlich mehr Schaden. Aber es ist immerhin etwas, womit ihr euch zur Not verteidigen könnt. Und ja, ich kann euch das Spiel echt nur wärmstens ans Herz legen. Auch wenn es optisch natürlich ein bisschen angestaubt ist, ist es immer noch sehr gut spielbar, macht wirklich Spaß, hat eine coole Story, spielt im Warhammer 40k-Universum und das Beste, es kostet so gut wie nichts. Und das ist mal eine ganz angenehme Alternative zu einem Spiel, was irgendwie 40 bis 60 Euronen kostet. Hier einfach nur für ein paar Euro durchaus Spaß haben und halt ein nostalgischer Blick in die Vergangenheit. Ja, das wäre soweit alles, was ich euch zu Chaos Gate berichten kann. Ansonsten würde ich sagen, zockt es und gebt mir mal ein Feedback, wie ihr es findet. Und was mich auch interessieren würde, wenn ihr heute zum ersten Mal bei Blast from the Past dabei seid, schreibt mir doch bitte auch gerne mal, was ihr von dem Format haltet. Gefällt euch das Format? Findet ihr die Idee gut? Gibt es bestimmte Sachen, die ihr sehen wollt? Ich kann euch beruhigen, die nächste Folge dreht sich nicht um Warhammer. Das hat sich jetzt zufällig so ergeben, weil ich die Sachen gerade auf der Platte hatte. Und das, was mir noch im Hinterkopf schwebt, da werde ich ein bisschen basteln müssen und werde wahrscheinlich auch mit einer DOS-Box arbeiten müssen. Das ist dann ein bisschen aufwendiger, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für die Vorbereitung. Aber wie gesagt, da kommt auch noch durchaus Auswahl rein und natürlich andere großartige Titel. Und das Ganze ist gemeint als
leicht verklärter, nostalgischer Blick in die Vergangenheit, um einfach mal zu sehen, wo die Wurzeln der modernen Games denn eigentlich so sind, wie es früher ausgesehen hat und ob man manches von früher nicht heute sogar noch spielen kann und vielleicht möchte. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer lasst gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen, weil das den Kanal natürlich nach vorne bringen würde. Und ansonsten schreibt mir gerne Kommentare und teilt auch gerne die Videos mit euren Freunden oder Bekannten, wo ihr meint, die sollten das unbedingt mal sehen. Ich würde mich drüber freuen, vor allem, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.